Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Rupp. Ich bin Franzi und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben ein paar tolle neue Beiträge für euch mitgebracht. Wir kennen das doch alle. Manchmal ist man einfach zu faul zum Kochen oder hat keine Zeit, einkaufen zu gehen. Mit Lieferdiensten wie Foodora oder Deliveroo kann man sich das Essen ganz einfach nach Hause bestellen. Ob ihr diese Lieferdienste nutzt und was ihr davon haltet, haben wir euch auf dem Campus gefragt. Hast du schon mal bei Lieferheld, Foodora oder Co. bestellt? Ja, das habe ich. Ja, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich bei beiden schon bestellt, bei Foodora und bei Deliveroo. Ja, das habe ich. Noch nicht, leider. Ja, ich habe schon mal bestellt bei solchen Lieferantenservices. Ja, zweimal. Einmal lief's gut, das andere Mal war geht so. Warum? Was ist das? Ich hatte einen Valentinstag bestellt und ich hatte vorher bestellt, also 4 Stunden vorher. Und dann haben sie eine halbe Stunde vorher gesagt, dass sie keine Fahrer mehr hatten und deswegen wurde da nichts geliefert und wir haben nichts zu essen bekommen. Dass die Vorteile sind, ich mag es einfach nicht zu telefonieren. Und übers Internet, also über die App ist es einfach ganz einfach, man klickt drauf und dann hat man es schon quasi bestellt. Vor allem bestellt man da, wenn man keine Lust hat, ins Restaurant zu gehen und in seinem Lieblingsrestaurant trotzdem was essen will, kann man darüber halt bestellen. Also es ist eine Wahnsinnsauswahl. Du musst nicht überlegen, wo du hinfährst, ob du jetzt nach Burger King fährst, zur Pizzeria, wo die nächste Pizzeria ist, sondern du siehst sofort, okay, da hast du die Auswahl, du kannst jetzt Burger oder vielleicht hast du auf irgendwas Hunger, was dir vorher nicht eingefallen ist und da findest du es auf jeden Fall. Den Job als Fahrradkurier stelle ich mir anstrengend vor. In Bochum vielleicht weniger, in Berlin vor allem durch den ganzen Verkehr und den ganzen Stress glaube ich schon, dass es ziemlich stressig ist. Was das Coole an dem Job eines Fahrradkuriers ist? Bewegung, jetzt im Sommer ist es ganz schön, im Winter weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bezahlung ist, aber ja. Wenn man vielleicht Glück hat, bekommt man vielleicht ein bisschen Trinkgeld, aber das ist auch schon das Einzige. Wenn ich so überlegen würde, was ich cool finden würde, wäre es auf jeden Fall, dass man draußen ist. Also du kannst Fahrrad fahren, was im Sommer halt absolut geil ist. Im Winter stelle ich mir halt aber auch nicht so toll vor. Aber so ein bisschen nebenbei sportlich zu betätigen, finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist ein Knochenjob. Also ich glaube nicht, dass es einfach ist, auf gar keinen Fall, weil es ist wirklich, wirklich schwer. Du musst gucken, dass die Ware heiß ankommt, dass die in der richtigen Straße ankommt. Du musst vielleicht in den 5. Stock laufen, also es ist wirklich schwer. Also ich vermute mal, ja, also wie sind die Lieferbedingungen für die Servicefahrer? Ich vermute mal ziemlich schlecht. Also ich vermute mal ein niedriger Stundenlohn. Ich weiß es noch nicht mal, wie hoch er ist. Ich weiß nicht mal, ob er unter das Mindestlohngesetz halt fällt. Kann ich nicht sagen, aber ich vermute mal nicht sehr, sehr, sehr gut. Ehrlich gesagt habe ich mich schon häufiger gefragt, ob der Job gut bezahlt ist, weil wenn nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihn so viele machen wollen würden. Also wenn die Frage schon so gestellt ist, dann denke ich, dass die Arbeitsbedingungen bestimmt nicht ganz so gut sind. Ja, also ich weiß nicht, weil ich weiß, dass sie nicht so gut bezahlt sind und dass sie nicht so gut auch betrachtet werden. Also ich würde es nicht machen, aber es scheint mir, dass du sehr arbeiten musst und du weniger Garantie und Versicherung über deine Arbeit hast. Was ich mir auch immer frage, ist nämlich, wie sehr sich das lohnen kann, wenn die bei vielen Restaurants zahlt man ja gar nichts drauf. Das heißt, die nehmen was beim Restaurant weg und irgendwie muss dieser Fahrer ja auch in einer Stunde oder so so viele Lieferungen ausliefern, dass er zum Beispiel auf Mindestlohn sein Gewinde hat. Und ich frage mich halt, dann muss es halt wahrscheinlich so sein, dass er da extrem Druck ausgesetzt ist, dass er möglichst schnell ist. Das stelle ich mir schon vor. Ob ich ein schlechtes Gewissen habe? Jetzt schon. Also ich glaube, so hätte ich glaube ich nicht dran gedacht, aber jetzt schon, ja. Ich glaube, da denkt man gar nicht dran. Schlechtes Gewissen jetzt, wo du es sagst, ja. Aber vorher, du überlegst ja gar nicht. Denkst ja gut, es muss ja Jobs geben, ne? Und da kommt jemand, der wird dafür bezahlt, dass er das bringt, aber ja, es ist schon schwer. Also ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt bei mir gehetzt halt ankommen und sich halt 1000-mal entschuldigen, nur weil sie vielleicht 2, 3, 5 Minuten zu spät gekommen sind. Dann frage ich mich dann halt schon, unter welchem Druck die halt arbeiten.
ein schlechtes Gewissen, dass ich halt bei denen bestelle. Ist eher gemischt, sagen wir es mal so. Solange die halt ihr Gehalt bekommen, so was so ist, da habe ich da erstmal kein schlechtes Gewissen, wobei ich schon glaube, dass es nicht die besten Arbeitsbedingungen sind. Also, schlechtes Gewissen, ja oder nein? Die Vorteile sind zwar unkompliziertes Bestellen und eine große Auswahl, allerdings vermuten die meisten von euch, dass die Arbeitsbedingungen für die Fahrer nicht so gut sind. Unsere Reporter sind der Sache auf den Grund gegangen. Sie haben unterschiedliche Lieferanten begleitet und haben hinter die Kulissen von Foodora, Deliveroo und Co. geschaut. Die schöne Welt der Foodora-Fahrer. Fürs Sportmachen bezahlt werden, draußen arbeiten, die Freiheit genießen. Diese Mitarbeiter haben die rosarote Welt von Foodora anders erlebt. Wir sind laut, weil ihr uns den Bonus klaut. Protest der Essenskuriere gegen die Arbeitsbedingungen. Unsere Arbeitsbedingungen sind halt relativ schwierig für uns, da wir zum einen unser komplettes Equipment, das heißt das Rad und das Handy, selber stellen müssen und auch dafür darauf achten müssen, dass wir das in Ordnung halten, dass wir Reparaturen an diesen Sachen ausbessern müssen, dass wir einen Handytarif bereitstellen müssen und das alles Arbeitsmittel sind, die uns der Arbeitgeber eigentlich zur Verfügung stellen sollte, die wir aber nicht von ihm erhalten. Weiterhin bekommen wir von dem Arbeitgeber mangelhafte Arbeitskleidung, das heißt, wir bekommen Regenjacken und Regenhosen, die leider nicht regendicht sind, was dann dazu führt, dass wenn während der Schicht starker Regen auftritt, wir natürlich komplett durchnässt sind irgendwann und es nicht angenehm ist, dann weiterzuarbeiten und bei uns dann eventuell auch noch zur Krankheit führen kann, wenn man stundenlang im Regen nass rumfährt. Carlotta arbeitet seit 1,5 Jahren bei Foodora in Münster. Die 22-Jährige ist Studentin und fährt meist am Wochenende. Ihre Aufträge bekommt sie über eine App. Jetzt klicke ich auf meine Schicht, die ich für heute habe, klicke an, dass ich starten kann, wähle meinen Fahrzeugtyp aus. Das ist in meinem Fall Scooter, da ich einen großen Rucksack habe, in den auch große Pizzen rein können. Und drücke auf Start. Und jetzt ist mein aktueller Status bereit, Bestellungen zu bekommen. Ein festes Gehalt bekommt Carlotta nicht. Sie bekommt Mindestlohn und eigentlich einen Bonus pro Bestellung. Doch sicher ist das nicht. Wir können das natürlich nicht wirklich beeinflussen, wie viele Bestellungen wir in der Stunde bekommen. Also es gibt natürlich Tage, da wird halt weniger bestellt, wenn man wochentags arbeitet. Und es gibt Tage, da wird halt mehr bestellt und du kannst es eigentlich nicht wirklich beeinflussen. Also fair ist was anderes. Wenn Carlottas Fahrrad kaputt geht, dann wird es kompliziert und teuer. Seit Februar gibt es ein neues System. Wir kriegen quasi wieder pro Bestellung einen bestimmten Betrag auf ein Konto bei einem von Foodora errichteten Online-Dienst. Der heißt Lifecycle. Das ist ein Online-Shop und bei diesem können wir Ersatzteile für unsere Räder kaufen. Diese Ersatzteile, die wir da kaufen können mit dem Guthaben, was wir bekommen pro Bestellung, sind allerdings ungefähr 50-70% teurer als das, was man im normalen Handel kriegen würde. Also fast doppelt und dreifach so teuer wie das, was man einfach so kaufen könnte. Kjell Schreiber fährt auch für Foodora. An ihn können sich Fahrer mit Problemen wenden. Auch er kritisiert das Unternehmen. Der Job als Fahrradkurier macht mir unglaublich viel Spaß. Das Unternehmen ist halt einfach nur total ätzend, sag ich mal. In einem anderen Unternehmen würde ich auch weitermachen, aber ich habe auch schon geplant, nach dem Sommer zu kündigen. Vor allen Dingen, weil die Winterzeit mit dem Lohn einfach ein Hohn ist. Also man fährt die ganze Zeit bei 2 Grad und Regen im Dunkeln rum. Es ist super gefährlich, die ganze Zeit im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Unfallstatistiken zeigen das natürlich auch, dass Fahrräder im Straßenverkehr einfach überhaupt nicht beachtet werden. Und wir halt sozusagen einen Risikojob haben und trotzdem nur einen Mindestlohn bekommen. Februar bei diesem Sturm, wo einfach alle Wetterdienste gesagt haben, jo, es ist wahnsinnig, jetzt gerade rauszugehen. Und dann kam von Foodora die Rundmail, jo, wir wissen, es kann heute ein bisschen ungemütlich werden, stand da wirklich ungemütlich, aber ihr könnt euch ja als Walker einloggen und einfach laufen. Die Foodora-Fahrer haben eine Kranken- und Unfallversicherung. Doch wenn es zu einem Unglück kommt, wird es für die Fahrer zu bürokratisch.
weil wir die halt nur über Mail kontaktieren können und nicht über Telefon oder auch keinen direkten Ansprechpartner vor Ort haben, müssen wir solche Dinge wie Unfall oder Krankheit alles per Mail irgendwie regeln. Und besonders bei Unfällen ist es auch schon öfter vorgekommen, dass ein Unfall passiert ist und die betreffende Person einige Wochen danach noch mit Foodora über Unfallhergang, über Unfallskizzen diskutieren musste. Aus einem Gespräch, das ich mal mit meiner Vorgesetzten aus Westdeutschland geführt habe, meinte sie, der Job ist darauf ausgelegt, halt, soll ich sagen, Sprungbrett in die Berufswelt zu sein für die meisten Leute, und mehr als 6 Monate ist eh nicht angedacht, bei Foodora zu arbeiten. Und das merkt man auch, dass die Leute halt möglichst an kurzer Leine gehalten werden, möglichst wenig auf uns zugegangen wird. Es gibt eigentlich keinerlei Kommunikationskette nach oben. Sarah Jochmann war auch Fahrerin bei Deliveroo. Sie sagt, Deliveroo behindere die Gründung von Betriebsräten. Der Betriebsrat sollte ja gegründet werden, damit die Arbeitsbedingungen sich etwas verbessern, damit die Löhne pünktlich gezahlt werden, damit das Arbeitsmittel gestellt wird oder dass das Fahrrad, wenn Reparaturen anfallen, auch bezahlt wird. Und nach 3 Monaten gab es dann eigentlich schon gar keinen Betriebsrat mehr, weil halt auch deren Verträge auslaufen gelassen worden sind, so wie mein eigener auch. Das ist ja auch eine Methode, um die Leute von gewerkschaftlicher Organisierung abzuhalten, weil die dann immer Angst haben müssen, dass der Vertrag einfach nicht verlängert wird. Und natürlich wird er bei Gewerkschaftern und Betriebsratsmitgliedern dann gerne mal einfach so nicht verlängert. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass die Leute in der Gewerkschaft sind und im Betriebsrat, aber oh, welcher Zufall, wir konnten jetzt gerade sie nicht verlängern. Schwierige Arbeitsbedingungen, befristete Verträge, Behinderung von Betriebsräten. Dagegen wehren sich die Arbeiter. Nun bekommen sie Unterstützung von der Bundesregierung. Man muss sich mal vergegenwärtigen, wie die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer hier sind. Das sind Leute, die verdienen sehr, sehr wenig Geld. Die müssen oft ihre Arbeitskleidung bis auf ein Hemd oder eine Windjacke mitbringen. Das sind Leute, die müssen ihr Fahrrad selbst mitbringen, die müssen das warten. Die sind im schlechtesten Fall als Freelancer nicht mehr vernünftig versichert. Die sind unter unheimlich verdichtetem Arbeitsdruck und sie werden auch digital noch kontrolliert. Ich sehe in der Digitalisierung durchaus große Chancen zur Humanisierung der Arbeitswelt, wenn wir das richtig machen. Aber ich sehe auch Gefahren, wenn wir zulassen, dass das zum Ausbeuten und Auspressen von Beschäftigten führt. Und dagegen muss eine Gesellschaft und ein Staat sich zur Wehr setzen. Genau das habe ich vor. Elmar Wiegand vom Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht sagt, das Vorgehen der Unternehmen sei illegal. Er fordert, der Staat müsse gegen sachgrundlose Befristung und insbesondere gegen Scheinselbstständigkeit bei den Lieferdiensten massiv vorgehen. Hausdurchsuchungen, Razzien und auch Knast für halt solche Manager, die dann halt systematisch Steuern hinterziehen. Ist ja im Grunde Steuerhinterziehung, diese Scheinselbstständigkeit. Ne? Wir haben Foodora und Deliveroo mit den Vorwürfen konfrontiert. Eine Antwort haben wir nicht erhalten. Sarah Jochmann hat den Protest mitorganisiert und setzt sich für die Fahrer ein. Ja, also seitdem ich nicht mehr fahren darf, aber auch schon vorher, habe ich eine Plattform, eine Facebook-Kampagne mit Freunden gegründet. Und wir versuchen da eigentlich die ganze Problematik in die Öffentlichkeit zu bringen. Kümmern uns um die Fahrer. Wenn Fahrer zu uns kommen mit Problemen, versuchen wir, die weiter zu vermitteln. Und wir sehen uns so ein bisschen auch als Bindeglied zwischen den Fahrern und der Gewerkschaft, aber auch zur Politik hin. Carlotta will weiter für ihre Rechte kämpfen. Auch, weil sie ihren Job so gerne macht. Nach einigen Monaten ist halt auch hier einfach eine sehr schöne Gruppe von Leuten entstanden. Und wir sind halt wirklich von Kollegen zu Freundschaftsgruppen geworden und halten sehr schön zusammen und kennen uns alle untereinander. Und das ist halt einfach eine sehr schöne Gruppe von Fahrern, die man nicht so einfach wieder verlassen möchte. Und wo wir einfach gesagt haben, okay, wir mögen die Arbeit, das Radfahren an sich und das Freisein während der Arbeit an sich. Und wir mögen uns als Kollegengruppe, nur unsere Arbeitsbedingungen sind schwierig. Und das kann man ja versuchen zu ändern. Eine Gerichtsverhandlung, die sich mit den Problemen der Betriebsratgründung auseinandersetzen sollte, ist nun auf November verschoben worden. Außerdem kündigte Deliveroo an, sich aus einigen Städten zurückzuziehen. Dies liegt laut Angaben des Unternehmens aber nicht an zu wenig Fahrern, sondern an zu wenig Aufträgen. Foodora hat vor, diese Fahrer zu übernehmen. Ob sich die Arbeitsbedingungen tatsächlich bessern werden, werden wir mit der Zeit sehen.
Von prekären Arbeitsverhältnissen kommen wir nun zu prekären Studienverhältnissen. Dies befürchten zumindest viele Studierende im Hinblick auf das neue Hochschulgesetz in NRW. Eckpunkte sind hier zum Beispiel eine Studienverlaufsvereinbarung, Anwesenheitspflichten und Veränderungen in den Studiengebühren. Während also viele Studierende um ihre Freiheiten fürchten, steht die Kanzlerin der RUB den Änderungen eher positiv gegenüber. In unserem Sommerfest-Interview teilte sie uns mit, dass das Rektorat sehr froh ist über die Eckpunkte des neuen Gesetzes. Um noch ein paar andere Meinungen einzuholen, waren wir für euch auf der Protestaktion Not My Hochschulgesetz. Hallo, wir befinden uns heute vor dem Audimax und hinter der Ruhr-Universitätsbibliothek. Und heute findet eine Kundgebung statt gegen das neue Hochschulgesetz. Wir haben einige Veranstalter und Studierende gefragt, was sie darüber denken oder was sie davon halten. Inwiefern reflektiert die Anzahl der Anwesenden das Interesse der Studierenden an dem Thema? Das ist schwierig zu sagen. Leider ist der Zeitpunkt etwas schlecht, da momentan Klausurenphase ist und das Wetter schlecht ist. Somit sind deswegen, denke ich, sehr viele Studierende auch nicht da. Aber das Hochschulgesetz wurde nicht so weit verbreitet, die Novellierung wurde nicht so weit verbreitet. Dementsprechend haben auch viele davon nichts mitbekommen. Es handelt sich um eine Auftaktveranstaltung, von daher sind wir gerade hier, um die Studis zu informieren. Ja. Und von daher kann es von jetzt an nur immer zahlreicher werden. Hältst du die Maßnahme für legitim? Nee, ich halte die für überhaupt nicht legitim, weil mit denen die Rechte der Studierenden hier an der Uni und an allen Unis massiv beschnitten werden. Zum Beispiel mit der Anwesenheitspflicht ist halt nicht nur unbequemer für Studierende, sondern das trifft halt gerade ärmere Studierende, die nebenbei vielleicht arbeiten müssen. Und auch diese Studienverlaufsvereinbarung haben halt den gleichen Effekt so. Es werden vor allem Menschen benachteiligt, die nicht vom Elternhaus schon Geld mitbringen und studieren können, wie sie wollen, egal mit welchen Regeln. Die Maßnahmen halten wir nicht für legitim. Auch gerade die Maßnahme bei der Einführung der Anwesenheitspflicht wird unserer Meinung nach nicht die Abbruchsquote senken, da viele Studierende nebenbei arbeiten müssen, da sie vielleicht kein BAföG bekommen und da diese Regel nicht reinfallen und halt nebenbei arbeiten müssen und somit nicht in Regelstudienzeit studieren können. Genauso Menschen, die halt andere Menschen pflegen müssen, Studierende, die Menschen pflegen müssen, Angehörige und dementsprechend halt eher dann auch abbrechen würden aufgrund dieser Anwesenheitspflicht. Erhalten waren dann einige Punkte, die uns als Studierendenvertretung jetzt nicht so sehr gefallen haben. Zum einen waren es Punkte, die die Studienbedingungen betreffen, und zwar Anwesenheitspflichten. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass nicht alle Maßnahmen ja nur negativ sind. Andererseits schränkt es natürlich schon den individuellen Studienverlauf ein und auch die Freiheit, so zu studieren, wie es halt individuell angebracht wäre. Bei mir zum Beispiel, ich bin ja Teilzeit berufstätig mit 25 Stunden die Woche, zudem das Studium noch unter einen Hut zu bekommen und dann von außen Druck zu bekommen, in einem gewissen Ablauf zu studieren. Das würde halt auch mein Studieren halt erschweren. Grundsätzlich bin ich jemand, der halt schon eigentlich möglichst zu jeder Veranstaltung auch hingeht. Aber ja, dass dann da halt ein Zwang entsteht, finde ich halt schon schwierig. Dieses Gesetz wird ja auch immer so als freiheitlich beworben, aber man muss sich halt immer angucken, wessen Freiheit da gemeint ist. Und ich bin für mehr Freiheit für die Studierenden, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, für die studentischen Hilfskräfte und nicht für mehr Freiheit für Konzerne, die sich hier an den Unis noch mehr einmischen wollen. Und was hält ihr von den Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende? Das ist eine Schweinerei. Ich glaube, die Landesregierung versucht so, über die Hintertür Studiengebühren allgemein wieder salonfähig zu machen. Weil es in diesem Fall jetzt erstmal nur Nicht-EU-Ausländer trifft, heißt das auf jeden Fall nicht, dass wir alle nicht davon auch betroffen sein können. Und wir sollten uns auf jeden Fall damit solidarisieren. Im Übrigen ist es ein Versuch der Landesregierung, die Studierendenschaft zu spalten. Sie hoffen darauf, dass eben die Solidarität mit Nicht-EU-Ausländern nicht so groß ist. Und das ist im Grunde auch eine Art von Rassismus.
die wir ablehnen, selbstverständlich. Studiengebühren im Allgemeinen vergrößern ja nur die soziale Ungleichheit und gerade dann für Nicht-EU-Studierende ist das schon rassistisch. Und gerade in diesen Ländern, die nicht zur EU gehören, ist gerade auch die Schere zwischen Arm und Reich noch mal größer und verhindert halt für diese Studierenden dann ins Ausland zu gehen. Somit wird da der Zugang zur Bildung für viele, die halt prekärer leben, noch mal verringert. Außerdem kommen halt viele Studierende aus anderen Ländern nach NRW, gerade weil es hier keine Studiengebühren gibt. Und somit würde das einfach diesen Standort als Bildungsstandort schlechter darstellen lassen, was ja nicht im Interesse der Universität sein könnte, auch nicht im Interesse der Landesregierung. Ist das so ähnlich wie die Ausländermaut, wo man ja einer bestimmten Gruppe es halt irgendwie erschwert, in diesem Land in irgendeiner Art und Weise halt Fuß zu fassen oder halt auch nur durchzureisen oder wie auch immer. Also das halte ich für ein bisschen eindimensional gedacht. Von daher, also alles, was halt irgendeine Teilgruppe der Gesellschaft in irgendeiner Form benachteiligt, ja, da sollte man halt drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Also da halte ich nicht besonders viel von. Well, actually, I, as a person coming itself, not from the European Union, I'm from Albania, which is just part of the European historically and geographically. That would not be good for us because we definitely see developed countries as Germany as a good solution for us to have a good and decent education for a fair amount. And actually that would be very exclusive for us and that definitely wouldn't be good. What do you think about that? Could you pay even more than what the people here pay? Is that fair for you? No, I think it's not be fair because I see Germany as having enough resources, and so if you have it, I just think you should open up. It shouldn't be just those who are in the EU. I'm from Africa, so if I'm able to get access to the education here, to get the skills, experiences, to go back home to effect change in my country, I think it would be nice. And so if Germany is an advanced country and you have the resources, I think it should be just be open. It would be unfair if I'm going to pay a very high fees than those who are from the EU. So do you know what is going on today here at the university? No, actually we're new to the university, like we came this week. And we don't know, we just saw the gathering of the people. Ja, zum Glück ist ja das Thema mit Studiengebühren immer noch nicht durchgezogen worden, aber es ist leider auch noch nicht abgeschlossen und ich finde das überhaupt Quatsch, dass man solche Sachen wie Studiengebühren immer noch diskutieren muss, weil das geht einfach gar nicht, Studiengebühren für keinen. Also wenn man damit anfängt, dass Ausländer oder bestimmte Gruppen erstmal Studiengebühren zahlen sollen, bleibt ja immer noch die Möglichkeit offen, dass Studiengebühren für alle durchgezogen werden. Und überhaupt, dass man dadurch immer noch versucht, die Studierenden zu trennen, die Studierenden zu polarisieren und das nach und nach so heimlich reinzuziehen. Und dass man das immer noch in Erwägung zieht, finde ich einfach, ist total, finde ich total schrecklich. Also wir als Fachschaftsrat Geschichte stehen geschlossen dem Hochschulgesetz oder dem geplanten Hochschulgesetz sehr kritisch gegenüber, da wir Anwesenheitspflicht, Abschaffung der SAK-Räte und viele andere, beispielsweise Studienverlaufspläne, viele andere Bestandteile der geplanten Hochschulgesetznovellierung nicht befürworten. Und dementsprechend haben wir hier einen Stand und wollen repräsentativ nach außen tragen, dass der Fachschaftsrat Geschichte der Ruhr-Uni Bochum dem Ganzen kritisch gegenübersteht. Halte ich nicht besonders viel von. Okay, vielen Dank. Und kann man dem neuen Hochschulgesetz auch etwas Positives abgewinnen? Und wenn ja, was? Ja, letztendlich kann man dem insofern was Positives abgewinnen, als dass zur Landtagswahl eine Mehrheit sich halt dafür entschieden hat, die CDU und die FDP in eine Regierungsverantwortung zu bringen. So wird halt jetzt auf einem irgendwie demokratischen Weg das halt umgesetzt, was irgendwie eine, also ich kenne die Mehrheit nicht sozusagen, aber letztendlich wird dann da demokratisch was umgesetzt, was ja demokratisch legitimiert worden ist. Ja, wir wollen ein selbstbestimmtes Studium und dabei geht es darum,
auch seine eigene Zeit selbst einschätzen zu können und zu lernen, wann ich wie Zeit habe und wie viel Zeit ich für was brauche. Und gerade dadurch, dass ich keine Anwesenheitspflicht habe, kann ich auch entscheiden, wie ich selbst lernen möchte. Es gibt Menschen, die können gar nicht gut einfach nur durch reines Zuhören lernen. Und da ist es viel wichtiger, dass den Menschen die Chance gegeben wird, so zu lernen, wie es für sie am besten ist. Was durch eine Anwesenheitspflicht komplett unmöglich gemacht wird. Im Juli feierte die RUB Research School ihr 10-jähriges Jubiläum. Noch nie davon gehört? Dann solltet ihr jetzt gut aufpassen, denn irgendwann könnt ihr vielleicht auch davon profitieren. Die RUB Research School ist vor allem dafür bekannt, Studierende zu unterstützen, die mit der Promotion den nächsten Schritt wagen wollen. Was sie für viele Menschen bedeutet und was sie auszeichnet, seht ihr in unserem nächsten Beitrag. Bei diesen Köstlichkeiten bekommt man glatt Lust mitzufeiern. Am Donnerstag, 19. Juli, trafen sich ehemalige und aktuelle Doktorandinnen und Doktoranden, Professoren sowie Mitarbeiter zur After Research Lounge im Bistro der Ruhr-Universität. Die Research School ist für mich eine hervorragende Möglichkeit gewesen, tatsächlich ins Ausland zu gehen und auch selbst an der Uni mitzuwirken. Gefeiert wurde das 10-jährige Jubiläum der RUB Research School. Im Programm waren allerlei Aktivitäten, um die Gäste bei Laune zu halten. Die Research School bedeutet für mich Netzwerken, Brücken bauen. Er hat so vielen Nachwuchswissenschaftlern auf dem Campus so viel ermöglicht. Das wäre eben vor 10 Jahren gar nicht vorstellbar gewesen. Das steht auch für Professor Löwenstein im Fokus. Er war nicht der Einzige, der lobende Worte fand. Die Research School bedeutet für mich einen ganz tollen Arbeitsplatz mit ganz, ganz lieben Kollegen und die immer engagiert dabei sind, neue Angebote für die Doktoranden zu erstellen. Die Research School ist für mich eine gute Ergänzung zum Promotionsstudium. Die Research School ist für mich eine super Förderung für Doktoranden, die es mir ermöglicht, auch meine Forschung zu internationalisieren. Das wäre mir ohne die Research School nicht möglich. Bei so viel positiver Erfahrung durften die humorigen Anekdoten einiger ehemaliger Absolventen natürlich nicht fehlen. Der Abend war für alle ein großer Erfolg. Das war jedoch nur der Anfang. Am nächsten Tag fand der feierliche Festakt mit vielen geladenen Gästen im Audimax statt. Birgit Fischer, ehemalige Ministerin und Mitglied im Hochschulrat der Ruhr-Universität, wie auch der Rektor der RUB, Professor Axel Schölmerich, gehörten zu den Laudatoren. Professor Löwenstein, der Sprecher der Research School, hielt seine Rede in Form eines Interviews mit Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath, der durch das Programm führte. Zunächst mal freue ich mich, dass wir diese Gelegenheit überhaupt hatten, so schön feiern zu können. Im Ruhrgebiet sind wir ja nicht unbedingt diejenigen, die Erfolge so feiern. Dann sagt man immer, wir haben das jetzt geschafft, wir haben das gemacht und jetzt geht es sofort weiter. Und wir hatten halt vor 1,5 Jahren die Idee, lass uns doch einfach unseren Geburtstag auch mal würdig feiern. Wir hatten ja einen ganz, ganz tollen Festredner, Herrn Walker aus den USA. Wenn ich jetzt noch mal meinen Wunsch äußern darf für die Zukunft, ist es so, dass ich mir wünsche, dass alle Nachwuchswissenschaftler von der Research School profitieren können, von den Doktoranden bis hin zum fast fertigen Professor und wir alle voneinander lernen können. Und so blickte die Research School an diesem Tag auf bewegte 10 Jahre und unterhielt die Gäste mit Tanz, Musik und einer Podiumsdiskussion, bei der unter anderem ehemalige Absolventen, aber auch namhafte Wissenschaftler teilnahmen. So, das war's für heute auch schon wieder von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Schaut doch auch mal auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Website tv.rupp.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.